Kaffeekränzchenzeit bei den Wollnys. Zur gemütlichen Herbstzusammenkunft der Großfamilie will Mama Silvia einheizen. Ihr, geht ihr doch mal bitte runter und holt mal was Holz hoch, dann kann ich den Ofen schon mal vorbereiten. Du denkst jetzt wirklich, dass ich da unten in diesen Gespensterkeller gehe, oder? Auf gar keinen Fall. Safe nicht. Hey Leute, ihr sollt mir nur 2, 3 Balken Holz hochholen. Nein, auf gar keinen Fall gehe ich da runter. Gar nicht runter. Stell mal vor, ich falle jetzt da runter. Dieser Keller ist für mich absolutes No-Go. Ich will nicht wissen, was da alles rumliegt für Menschen oder für Tiere. Da gehe ich auf gar keinen Fall rein, da spukt's doch. Da kommen manchmal richtig komische Geräusche. Also als der Bau hier damals gemacht sind, sind 3 Arbeiter verschwunden. Ja, meine ich ja. Ja. Vielleicht liegen die ja. Und wenn, dann kennst du die doch. Dann sagst du, sie sollen das Holz mal nach vorne tun. Ja, jetzt macht euch weg hier. Die haben so große Backen und gehen noch nicht mal in den Keller, der hier zu dem Haus gehört. Ey, hier ist es kalt drin. Ich habe schon kalte Füße. Ja, dann komm, zieh dir noch ein paar Socken an und eine Jacke. Geht. 3 Stücke Holz. Ich gehe da nicht runter. Ich fass das Holz nicht an. Hol den Peter. Guck dir mal den trächtigen Esel an, wie der läuft. Wenn ich heute nicht komme, dann komme ich morgen. Da kommen immer irgendwelche Geräusche. Das hört sich an, als wenn das Holz da zusammensackt. Die haben selber genügend Holz für die Hütte. Dann können die mir 3 Stücke Holz holen. Holz, was ich im Ofen tun kann. Komm mal runter, Peter. Ja, ich komme. Eine Minute. Holz holen im Keller, eigentlich kein Ding. Aber im Wollnyhaus meist Männersache. Loredana und Estefania stoßen bei dieser Aufgabe an ihre Grenzen. Du müsstest bitte einmal runter gehen, Holz holen. Im Keller? Ja. Okay. Wieso? Das könnt ihr doch auch. Ja, nee. Klar. Loredana, die Treppe runtergehen. Nee, du. Haha. Das spukt. Geh doch nicht so. Das spukt. Oh, alleine, wenn ich hier runtergehe. Ich krieg schon Angst. Lass mich mal hier hin. Ja, dann kann ich, direkt rennen. Du kannst auch da rennen. Ich hasse diesen Keller, das ist da die ein Monster drin. Hör mal auf, ich schwöre, ich habe Angst. Pass auf, die fressen mich jetzt auf. Ich habe Angst. Das sind halt Mädels, ne? Dass die Angst haben im Keller. Das ist der Klassiker, ne? Klassiker hin oder her. Peter wagt sich ins Dunkel, während Silvia schon mal den Rest vom Fest zusammentrommelt. Sarafina, Peter, Emory, Casey, Silvana, Flo, Mucki. Kommt ihr mal runter, Lavinia ist auch da und Tim. Und die kleine Motte. Peter kommt nicht. Er ist in der Geisterhöhle. Der Rest der Familie trabt herbei und versammelt sich im Esszimmer. Die Holzholer lassen auf sich warten und verpassen so brandheiße News aus dem Leben des 17 Monate alten Casey. Was machen dem seine Lauffortschritte? Der wird von Tag zu Tag schneller und läuft immer mehr. Ich will jetzt mal sehen. Komm mal her. Komm mal her, mein Schatz. Komm mal her, na die Oma. Guck mal hier, lecker, lecker, lecker. Ja, komm. Favelino, und du? Ja, du bist immer am Start, hier so wie in der Türkei. Ja, komm. Oh. Bravo, Schatz. Nein, Nunu. Ja, beim Casey ging es ungefähr vor 1,5 Wochen los. Als wir in die Türkei geflogen sind, habe ich noch gesagt gehabt, ich habe das Gefühl, dass die beiden in der Türkei anfangen zu laufen. Ja, und die letzten 2 Tage hat Casey dann seine ersten Schritte da gemacht. Ihr kommt zu Papa, ihr kommt zu Papa, ihr kommt zu Papa. Komm, komm, einer noch. Ein toller Moment für Casey und seine Eltern. Doch wo bleibt sein Papa? Peter? Aua! Macht er jetzt Fackmusten oder meint er das ernst? Peter? Hallo! Alter, ich bin gerade erschrocken. Hilfe! Hör mal auf! Peter? Also ich fand es total lustig, den beiden Angsthasen so ein bisschen Angst zu machen. Ich feiere das immer. Das macht mir immer so ein bisschen Spaß, so ein bisschen die Mädels zu ärgern. Ja, Gespenster oder Geister im Keller, das ist totaler Quatsch. Ist alles gut? Peter? Ah! Hier, ihr wollt doch Holz haben, oder? Ja. Oh, yo. Ja. Ja, das ist natürlich typisch Peter da unten stehen und uns so richtig verarschen. Das ist ja nicht so, als hätten wir schon so Angst genug. Also ich dachte wirklich, mir platzt jeden Moment die Fruchtblase, so Angst hatte ich, ne? Aber wieso fürchtet ihr euch so vor diesem Keller?
Also, weil das einfach da unten eklig ist. Es stinkt nach Verwesung da drin unten. Ey, hör mal auf. Ich könnte schwören, auch bei uns da oben spukt es einfach. Jeden Abend, das ist jedes Mal das Gleiche. Meine Zimmertüre geht einfach alleine auf. Ich schwöre bei Gott, die geht alleine auf. Du weißt das selber, du hast es schon gesehen. Das vor ca. 100 Jahren erbaute Haus wurde im Jahr 1955 zum Gasthaus mit Pension umgebaut. Hat dieser Ort eine dunkle Vergangenheit? 19 Uhr in Ratheim. Drei Wollny-Ladies haben heute etwas ganz Besonderes vor. Gläserrücken auf dem Hexenbrett. So lautet der Plan. Während Loredana und Estefania sich ganz sicher sind, dass es spukt im Wollny-Keller, ist sich Silvia sicher, dass es keine Geister in ihrem Haus gibt. Während die Mädchen ernsthaft Kontakt zu den Geistern aufnehmen wollen, ist die Mutti an Bord, weil sie ihren Nesthäkchen eine kleine Lehre erteilen will. Davon haben ihre Jüngsten keine Ahnung. Okay, Mama, ich bin fertig. Wie sieht's aus? Was müssen wir jetzt machen? So, und das Teil kommt hier drauf. Jetzt legen wir erst die Hände hier drauf. Ihr müsst euren Kopf jetzt ganz, ganz frei machen. Da darf nichts anderes drin sein. Ganz frei. Legt eure Hand mit auf die Kugel. Ich muss schon ehrlich sagen, ich habe schon so ein bisschen Angst, weil ich dann halt auch nicht weiß, okay, wie soll ich mich jetzt verhalten, was soll ich jetzt machen? Und deswegen ja, bin ich jetzt einfach mal gespannt, was dabei rauskommt. Das Beste wäre jetzt, wenn hier nichts zum Vorschein kommt und hier einfach nichts passiert. Und das Schlechteste, wenn jetzt wir herausfinden, dass es den Geist gibt, weil ja, dann würden wir uns alle hier nicht mehr wohlfühlen, müssten wir wahrscheinlich ausziehen oder so. Finger drauf, vorsichtig, vorsichtig. Die Energie muss kommen. Ich trau mich das nicht. Was denn? Zu fragen, ob hier ein Geist ist. Ja, dann frag bitte. Frag, ob hier ein Geist ist. Ist hier ein Geist im Haus? Ist hier ein Geist im Haus? Ach du Heilige, das sagt ja. Ich will das nicht machen. Ich gehe wieder rüber. Dann lass uns das fertig machen. Frag doch, ob es ein guter, lieber oder böser Geist ist. Das Ding hat sich gerade auf Ja bewegt. Ja, aber ob sie lieber oder ist mir egal, hier ist ein Geist. Frag. Bist du ein netter Geist oder bist du ein böser Geist? Lieber Geist. Das ist mir wohl gerade ein bisschen zu cringe, ne? Ja, Bruder, du willst aber doch was über den Geist herausfinden. Ja, aber Alter, wir haben hier einen Geist im Haus. Also ich bin schon etwas geschockt, weil das Glas bewegt sich einfach die ganze Zeit. Wir stellen irgendwelche Fragen, dann kommen da Antworten und ja, das macht mir schon ein bisschen Angst, weil ich mir so denke, Alter, was ist hier los? Warum sind hier Geister in unserem Haus? Bewegt sich das Glas wirklich von Geisterhand? Oder hat da die Mutti ihre Finger im Spiel?